Also doch. So. Guck mal, die Presse funktioniert, hä? Katsching. Sehr geil. Hier ist eigentlich nur extrem windig gerade tatsächlich. Okay, Presse läuft. Ach, acht Stück. Ach, gibt sogar zwei. Kann ich doch das Ding bauen. Gun. Ich doch das Dynamo bauen. Ein Eisen. Du Fischschnitzel! Lane Kuhn, Dankeschön für den Follow, auf jeden Fall. Ja, dauert immer ein bisschen, bis der mir das anzeigt hier. Pipi Stream ist ein bisschen langsam mit der Anzeige. Habe ich das Gefühl. Ist ja voll, mein Gott, ey. Wäre Wahnsinn. Du Fischschnitzel! Service Lin. Dankeschön für den Follow. So, jetzt fehlt natürlich gleich der blöde Kabel, um den Strom auch anzuschließen. Ich brauche noch einen Capacitor. Eine Capacitor Bank würde ich auch noch bauen. So. Erstmal die Coil. Zack, zack. Dann das Dynamo. Da brauche ich noch Redstone und ein bisschen Eisen. Zwei Redstone und drei Eisen. Zack, zack. Zack, da ist das Kinetic Dynamo schon fertig. Jetzt fehlt natürlich nur noch Kupfer für die Kabel. Moment, ich kriege ja zwei immer raus, ne? Los! Sehr gut. Vier Kabel. Die Frage ist natürlich, ich kann das jetzt nicht ewig hochbauen. Deswegen. Paar Leitern. 21 höher baue ich das auch nicht. Baue es, würde ich sagen, hier so hin. 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15. Ma, blöd Fackeln, geh mal raus. So. Wo wollen wir denn hin?
Bauen wir es hier hin. Dynamo. Jetzt habe ich das Ding unten gelassen, ne? Kann das sein? Ich glaube ja. Wieso so dunkel? Erstmal schlafen. Ja, der Ton ist in-game. So. Die Windmill. Da steht eine Hexe. Toll. Bin gar nicht da. Hasse Hexen. Minecraft, ich hasse Hexen in Minecraft, ehrlich. Jo. Scheiße. Ne? Au. Aua. Das tat weh. Da war klar, dass das passiert. Das war so klar. Das ist immer. Also ich, wenn ich irgendwo oben baue, das ist tödlich für mich. Ab der Todeshöhe ist das richtig übel bei mir. So, geht doch. So. Ist halt die Frage, wie mache ich das jetzt am besten? Hier? Und dann da runter? Da reicht der Kabel auf jeden Fall nicht. Das war knapp. Weiß, wie weit kann man Kabel eigentlich ziehen? Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr. Okay, das geht. Erstmal guten Tag, Tag im Bull. Ja, ich kenne mich mit Mods aus. Ein bisschen, würde ich sagen. Das Kabel hängt ja strange. Aber solange es funktioniert, ist mir das egal. Und Marcel HJ, auch einen wunderschönen guten Tag. So, eine Capacitor Bank brauche ich jetzt. Aber dafür werde ich wahrscheinlich zu wenig Sachen haben. Ja, alleine schon Kupfer. Das hätte ich sogar. Na gut, dann gehen wir mal Kupfer suchen. Das Ding mir jetzt mit zum Reparieren.
noch 24 Dinger. Das ist aber frech. Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke mal, das wird irgendwie über das ID-System gehen. Dass hier irgendwie eine Config. Eine Config kannst du bestimmt irgendwie einstellen, was in den Lootkisten ist. Oder spawnt. Und ich denke mal, dass du dann mit der ID. ID von dem Tutorial-Buch dann halt irgendwie das einstellen kannst. Weil ich weiß, dass man die Lootkisten auf jeden Fall zuweisen kann, was da drin spawnt. Das weiß ich. Gibt eine Loot-Chest-Mod. Ja, das ist ja gut. Und einen wunderschönen guten Tag, Unpure DJ. Oder Unpure DJ. So, 50 habe ich gesagt, ne? Gehen wir mal hohe 50. Ja, der Modpack ist sehr interessant sogar. Also, muss ich auch sagen. Und da ich mit Cerberus ja schon des Öfteren mal gespielt habe, man kann mich auch kurz anwispern, ja. Ich kenne das ja schon ein bisschen. Ein klein wenig. Gut, da ist schon mal Eisen. Aber ich suche eigentlich Kupfer. Vorrangig. Kann man so sagen. Ja, habe ich gemerkt. Ich lese mir das gleich durch, ja, nach dem Stream. Das ist ein bisschen sehr viel gerade. Kupfer, ja, geht doch. Meine Herren. Da kann dir auf jeden Fall Cerberus was zu sagen. Ich glaube, die gibt es tatsächlich, die Sharpening Kits. Ja, gibt's. Upgrade your tool to the materials mining level, okay. Ah, okay. Braucht man dafür einen Modifier für die Kids? Combine with the Flint. Braucht man keinen Modifier für? Dann könnte ich eigentlich meinen Hammer mal auf Obsidian Levels heben, wa? Gar nicht mehr so schlecht wäre, dann könnte ich Obsidian mal abbauen. Was denn hier? Will ich nicht.
Guten Tag, der Coole. Die Nummer lasse ich jetzt mal weg. Das ist ein bisschen sehr lang. Ja, warum steht denn dabei, upgrades your tool to the materials mining level? Das ist nochmal so ein Upgrade. Achso, und oder das Ding repariert das dann direkt wahrscheinlich. Man kann mit den Kits und dem Flint in der Forge das Mining Level manipulieren, okay? Da ist schon mal noch ein bisschen Zinn. Zinn habe ich auch nicht mehr so viel, das ist gut. Ah, okay. Okay. Das ist gut zu wissen. Boah, ich höre eine Hexe, ne? Bäh. Hexe, verbrennen Sie! Also Kupfer ist ganz schön Mangelware hier. Das ist der Wahnsinn. Aber ich habe wenigstens schon mal was gefunden. Ne? Ist ja schon mal. Das heißt, die Höhe ist gar nicht mal so schlecht. Für den Aufwerten brauchen wir bestimmt einen Modifier, gehe ich mal sehr stark von aus. Weil man braucht für Diamant ja zum Beispiel auch einen Modifier. Lass mal ganz den Kobbeli wegpacken. Zack, 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 zack. Das ist gut, dann werde ich gleich mal. Ich habe ja ein bisschen Obsidian, da werde ich gleich mal Obsidian drauf knüppeln. Ich zocke eigentlich nur Modpacks, ja. Also zum größten Teil auf jeden Fall. Ich habe zwar Vanilla auch gespielt. Aber auch nur eine Zeit. Da habe ich so ein, ich nenne es jetzt mal Server, wo man halt ja bauen konnte, was man wollte im Prinzip. Da habe ich einen großen Mario-Turm gebaut. Minecraft World 2 würde man auf meinem YouTube-Kanal finden, zum Beispiel. Und ja, du und Vanilla ist relativ langweilig. Tagin Bull, danke für den Follow. Aber es ist. Vanilla ist eigentlich cool, wenn man. Ja, so Sachen bauen möchte, im Prinzip. Also wirklich. Seine Kreativität ausleben möchte, sagen wir es mal so. In gewissen Maßen auf jeden Fall. Was ist denn jetzt hier mit dem Kupfer? Jetzt finde ich gar nichts mehr. Einmal vier Stück gefunden, jetzt finde ich nichts mehr. Hat sich jetzt erledigt mit Kupfer. Modpacks sind sowieso interessant. Also ich finde halt den Technikaspekt auch relativ cool. Technik, Magie und alles mögliche, was es dazu gibt. Oh, da waren hier. Actual Editions Ding. Hallo? Na? Steht schon mal da in Krepel rum. Frage ist, ob hier eine Kiste ist. Könnte so ein Drillcore sein, ne?